Hallo Leute, Trymax hier, was geht, Paul Berger, herzlich willkommen zurück zu Trymakers, meine Freunde, und ihr könnt schon sehen, heute mit dabei, Amir! Genau! Ey, Amir, heute kommen wir zu einer richtig krassen Challenge, und zwar, meine Freunde, wir werden heute eine Challenge machen, wer das beste 3-in-1-Fahrzeug baut. Das heißt, du musst ein Fahrzeug bauen, was an Land fahren kann, auf dem Wasser schwimmen kann und in der Luft fliegen kann. Was? Ja, alles in einem? Alles in einem. Haben wir das jemals gemacht? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber der Gewinner bekommt natürlich wie immer ein Preisgeld von 1.000 Euro. 1.000 Euro? Ja, ja. Boah, ja, ja. Weißt du was? Weißt du was, Max? Ich bin dabei, weil ich bin der Beste in Trymakers. Ey, Leute, er denkt, er ist besser als ich. Er ist verloren. Lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da. Und wir machen daraus noch so eine kleine Challenge. Und zwar, Amir, wir werden das Ganze auf 3 Stufen bewerten. Wir machen 3 Level. Und zwar einmal haben wir 2 Minuten Zeit, das zu bauen. Dann werden wir vergleichen. Dann 4 Minuten wieder vergleichen. Und dann 6 Minuten. Und wer die meisten Punkte sammelt pro Runde, der gewinnt. Ja? Also 3 Runden gibt es insgesamt. Checkst du kein das? Kein Problem. Ich check das. Mach dich fertig, Digga. Okay, dann würde ich sagen, 3, 2, 1, es geht los. Let's go. So, Leute, ich habe hier mein iPhone-Timer bereit auf 2 Minuten gestellt. Ich hoffe, sieht man das? Ja, man sieht's. Und dann würde ich sagen, Amir, bist du bereit? Ich bin bereit. Dann 3, 2, 1, let's go. Okay, der Timer läuft, der Timer läuft. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ey, Leute, 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 Leute. Ey, scheiße, scheiße, scheiße. Ich bin überfordert, ich bin überfordert. Okay, erstmal so eine kleine Plattform. Wir müssen natürlich dafür sorgen, dass das Ding überall fahren kann. Einfach mal Reifen hier dran machen. Auf ganz schnell jetzt hier. Oh nein, die Lenkung nicht vergessen. Die Lenkung. Oh Gott, ich bin so schlecht, Leute. Wie gesagt, wir müssen hier Fahrzeuge bauen, die an Land fahren können, auf dem Wasser schwimmen können, müssen. Und, in der Luft fliegen können auch noch. Und das jetzt hier erstmal in 2 Minuten. Später, wenn man mehr Zeit hat, dann geht das ja eigentlich sogar. Aber jetzt hier auf 2 Minuten, da muss man halt wirklich hier schon ein bisschen... Man muss Prioritäten setzen. Sagen wir es mal so, man muss hier wirklich Prioritäten setzen. Ami, wie läuft's bei dir? Ich sag ehrlich, bei mir läuft's gut. Ich hab schon einen Masterplan. Ich sag dir ehrlich, ich hab einen Masterplan. Aber ich verrate ihn dir noch nicht. Ja, ist gut. Ich brauch nicht deinen Schmutzplan. Ja, ja, Schmutzplan. Okay, warte, zack. Dann einen kleinen, aber feinen Motor. Muss ja gar nicht schnell sein hier, das Ding. Vielleicht doch ein bisschen weiter noch das Gewicht hier nach vorne verlagern. Okay. Er sagt, er hat einen Masterplan. Leute, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe irgendwie noch gar keinen Plan. Ich bin der planlose Don. Kann das hier so dran machen? Geht das so? Geht das so, Leute? Oh mein Gott, nice, 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 nice. Es wird, ich glaube, es wird funktionieren. Ich glaube, es wird funktionieren. 40 Sekunden noch, Amir, 40 Sekunden. Und Luft, Luft, Luft müssen wir noch erfüllen. Die Luft müssen wir noch erfüllen. Die Luft muss erfüllt werden. Ich glaube, ich muss jetzt hier einfach... Ich muss jetzt hier einfach hart auf hart. Wie machen wir das? Wie machen wir das? Ja, so machen wir das. So machen wir das, Leute. So machen wir das. Trick 17. Trick 17. Bam. Wir hoffen einfach, dass es funktioniert. Wir hoffen einfach, dass es funktioniert. Okay, 17 Sekunden noch. Dann gleich darf nichts mehr gemacht werden, Amir. Ja, alles gut, alles gut, alles gut, alles gut. Ich hab die Scheiße falsch gedreht, falsch gedreht. Idiot, Idiot, Idiot. So, und... Okay, Leute. 5, 4... Ich glaube, es geht. Ich glaube, es geht. Nein, und nein, nein, Zeit nein. ist abgelaufen. Es darf nichts mehr jetzt nein. gemacht werden. Oh mein Gott, Leute. Mein Handy klingelt. Okay, Amir, bist du bereit? Oh, wir kommen zum ersten Vergleich jetzt. Es darf jetzt nichts mehr gemacht werden. Ja, okay. Warte, ich komme zu dir. Ich komm, oder TP dich mal zu mir. Ich bin hier an dem Checkpoint. Komm mal zu Alles mir. Alles klar, Digga. Wir schauen uns jetzt hier mal die Dinge an. Ey, Leute, ich bin richtig gespannt, was Amir gemacht hat. Weil das ist schon eine krasse Challenge. Man muss jetzt hier, das muss wirklich auf allen 3 Leveln bestehen. Und man hat jetzt wirklich nur so wenig Zeit, ihr habt es gerade gesehen, dass ich konnte gar nicht testen. So, zeig mal dein Schmutzding. Zeig mal dein Schmutzding, Digga. Das werden doch heute hier schon wieder die einfachsten 1000 Euro meines Lebens. Ich merke doch schon, Leute. Ich konnte diese Wasserintegration auch nicht reinbauen, Mann! Aber wir müssen ja jetzt erstmal, ich konnte auch noch gar nicht testen. Es hat ja jetzt noch nichts zu heißen. Wir werden hier auch eigentlich gar nicht auf Optik gehen. Es geht hier wirklich nur um die Funktion. Ich würde sagen, ich fange einfach mal an und dann schauen wir mal, ob du das auch hinkriegst. Also natürlich, ne? Punkt 1 an Land fahren, ne? Siehst du, funktioniert. Ist jetzt natürlich nicht mega schnell oder so, aber es funktioniert. Dann Luft. Ja, gut. Ja. Aber du hebst ein bisschen ab. Du hebst ab mehr als ich kann. Ist okay, oder? Lassen wir gelten fürs Erste. Ist jetzt noch nicht so richtig fliegen, aber ist okay. Und jetzt bin ich auf Wasser gespannt. Ey, ich bin auch gespannt. Ich konnte noch gar nicht testen. Ich hoffe, die Bojen... Ich sag dir ehrlich, warte. Ja, ich sag dir ehrlich, du gehst unter, das ist zu wenig. Ich weiß nicht, ich hoffe, die Bojen reichen. Ja, ja, es geht. Nein. Yeah. Was? Aber du hast keine Beschleunigung im Wasser, ne?
Ja, okay, das ist vielleicht ein Negativpunkt. Aber dann zeig mal, was du so gemacht hast. Ja, Mario. Nein, ich trau mich nicht, Digga. Ich sag, der Punkt geht nicht an dich. Ja, dann zeig doch mal, was. Ich hab alle drei Sachen so halbwegs bestanden. So, also pass auf. Ja. Ja? So, also ich mein ganz neu. So, auf Land fahren kann ich, ja, weißt du? Ja, stark, stark, stark. Ja, auch schlau. Ich hätte auch gar keinen Motor einbauen müssen. Ich hätte nur diese. Genau, diesen, das Motor habe ich. Aber das Problem ist, schlau, ich konnte noch keine Wasserbefestigung machen, weil ich noch ein bisschen. Ich sag dir ehrlich, guck mal hier, Bro, der wird untergehen. Der wird untergehen. Ja, das wird untergehen. Und fliegen? Ey, fliegen kann er gar nicht. Nee, nee. Ja, Bro, du hast ja nur einen Punkt erfüllt von drei. Ja, deswegen. Aber ja. Warte, ich brauche mehr Zeit. Ja, okay, guck, aber Leute. Das heißt, dann sind wir uns einig, dass die erste Runde an mich geht. Weil deiner. Guck mal, so weit ja wie du komm ich auch. Ja. Okay, dann. So, okay. Aber okay, ich glaube, okay, wir sind uns einig, dass die erste Runde an mich geht, oder? Ja, die erste Runde geht an dich. Okay, dann geh wieder auf Position und dann wird der nächste Countdown gestartet, und zwar diesmal 4 Minuten. Und man darf nicht an dem jetzigen weiterbauen, also immer wieder von vorne, ne? Alright, no problem. Oh mein Gott, Leute, nice Challenge. Ich liebe auch diese Trainmakers Challenge, also schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr mehr davon sehen wollt. So, bist du bereit? Ich bin ready. Bin ready geboren. Countdown wird jetzt auf 4 Minuten gestellt, meine Freunde. Und let's dann, go. Also auch an meinen Cutter, blendet jemand den Countdown ein. Es geht los in 3, 2, 1, let's go! Oh mein Gott, let's es geht go los. Ich mute mich, Amir. So, shit, Leute, es geht los. Wir machen auf jeden Fall mal wieder hier so ein saftig-knaftiges Fundament. Wir haben jetzt 4 Minuten Zeit hier an dieser Stelle. Wir machen auch wieder relativ, eine abgespeckte Version. Es muss ja nicht mega krass jetzt an Land fahren können, ne? Ist ja jetzt an sich keine krasse Sache. Ich will diesmal ein bisschen das Fliegen mehr perfektionieren, sage ich euch ehrlich, Leute. Ich will, dass der diesmal richtig fliegen kann. Deswegen kann auch sein, dass ich das Ding vielleicht noch ein bisschen größer hier bauen muss am Ende des Tages. Aber wir schauen mal. So, ich werde das Ganze ähnlich wie letztes Mal bauen, um einfach Zeit zu sparen, weil wir jetzt natürlich schon wissen, dass das so gut funktioniert hat. Dann machen wir hier auch wieder die Schwimmkörper an die Seite, müssen auf jeden Fall ran. Richtig und wichtig, Leute. So, richtig und wichtig. So, zack. Diesmal werden wir aber keinen Motor tatsächlich einbauen. Wir werden das machen wie Amir, der hat das nämlich schlauer gemacht. Einfach Düsen, weil die uns dann auch auf dem Wasser weiter nach vorne bringen werden. So, dann die Düsen. Die Düsen. Wo sind die Düsen? Zeitdruck, Leute. Ich habe Zeitdruck. Oh. So, hier ein paar kleine Düsen. Brauchen wir auch gar nicht viel, Leute. Das reicht ja schon. Wir müssen ja wirklich ein bisschen auf die Gewichtsverteilung auch achten. Das müssen wir gleich mal noch testen. Und jetzt ist das Ding, wie können wir das Ding schön nach oben abheben lassen? Schwebeblöcke, Trapezdüsen, vielleicht mit Trapezdüsen sogar. Ich muss mal kurz gucken, wie das funktioniert. Wie funktionieren die Dinger denn? So, wir machen hier gleich schon mal den ersten Test, Leute. Wie gesagt, wir müssen fliegen können. Boah, Leute! Oh mein Gott, das darf mir Armin nicht abgucken. Das ist ja unnormal krass, aber wir haben keinen Motor. Okay, wir müssen das Ganze ein bisschen anders belegen. Wir müssen das Ganze hier vielleicht auf Shift. Shift ist dann nach vorne und Space ist fliegen. Machen wir das Ganze so. Oder nee, wir machen hier auf W einfach. Auf W nach vorne. Zack. Tastenbelegung ändern für die Düsen. So, wir können das Ding jetzt fahren. Ihr seht, das fährt. Wir können jetzt fliegen. Den Fly-Test. Lol, oh mein Gott, ist das krass. Oh mein Gott, ist das krass. Wir können so halbwegs. Ja, gut. Ja, so halbwegs. So halbwegs. Ja. Okay, wir sind aber zumindest wieder auf den Reifen gelandet. Und jetzt den Water-Check. Wir machen jetzt hier noch den Water-Check. So. Ja. Okay. Was sagt die Zeit? Die Zeit sagt noch 1 Minute 30. Ja, doch, es geht. Es schwimmt. Wenn wir zu schnell beschleunigen, dann kippen wir nach vorne über. Ich werde das gleich nochmal ein bisschen hier perfektionieren, Leute. Aber es funktioniert im Prinzip schon mal. Es funktioniert. Es sieht jetzt natürlich optisch noch nicht so krass aus. Aber es geht hier natürlich auch weniger um die Optik, Leute. Ihr wisst doch Bescheid. Ich würde ganz gerne vielleicht noch ein paar Schwimmkörper dran machen. Vielleicht hier so. Jetzt kann man das hier vorne so dran klatschen, so ein Schwimmkörper. Ja, perfekt, geht. Sehr gut, dann machen wir hier noch so Schwimmkörper dran. Bam. Ah, okay, hier hinten geht's nicht, wegen dem Reifen. Aber halb so wild. So, so geht das doch. Schwimmkörper hier vorne noch dran. Sehr richtig und wichtig, Leute. Richtig und wichtig. Und ansonsten kann das Ding eigentlich fahren. Ich bin noch ein bisschen skeptisch wegen der Gewichtsverteilung. Ich schaue nochmal ganz kurz. Ja, doch. Das geht doch. Es ist halt nur noch ein bisschen instabil, weil diese Trapezdüsen sind irgendwie ein bisschen komisch. Ich bin noch überlegen, das Ganze irgendwie nochmal zu ändern. Statt Trapezdüsen, aber die Zeit sagt halt auch schon wieder nur noch 20 Sekunden, Alter. Noch 20 Sekunden haben wir Zeit. Was können wir in 20 Sekunden hier dran noch verbessern?
Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was. Vielleicht noch ein paar Optics hier machen. Ein bisschen Optik-Mobdick. Ja, so viel ändert sich ja dadurch nicht. Aber weißt du was? Wir machen einfach für die Optik, machen wir jetzt noch ein paar Scheinwerfer hier vorne dran. Wie gesagt, ändert an sich erstmal nicht viel, aber wir können jetzt in 20 Sekunden, so viel kann man da nicht mehr schaffen. Ich hoffe auch, dass die, ja, Zeit. So, Amir, Zeit ist abgelaufen, der Timer klingelt. Ach du Heilige, das ging jetzt echt schnell, Alter. So, Leute, guck mal, wie wir hier übers Wasser fahren. Let's go, komm wieder zum Treffpunkt. Leute, ich bin gespannt, wer das zweite Level gewinnen wird. So. Hm, du hast das gleiche Auto in etwa wiedergebaut, in etwa, ne? Ähnlich, nur verbessert. Ich hab's verbessert. Hm, verstehe. So, dann hol mal dein komisches Auto her. Oha, das ist ja jetzt mal was ganz anderes. Okay, krass. Weißt du was, dann würde ich sagen, fang du diesmal an mit vorstellen. Okay. Ich habe wirklich geil. Immer noch nicht ausprobiert, ne? Also, okay. Ja, okay. Fahren, funktioniert. Level 1 auf Land funktioniert, ja. Okay. Funktioniert, sehr gut. Auch mit Federung eingebaut, nice. Okay, dann... Jetzt bin ich mal gespannt. Mal schauen, ob das nicht zu... Weil die Motoren sind richtig schwer. Aber... Ja... Geh mal ein bisschen mehr ins Wasser rein. Da, nein! Oh, aber es fliegt! Es fliegt! Es fliegt! Ja, gut. Okay. Lass mir mal gelten. Gewichtsverteilung nicht so gut gewählt mit den zwei Motoren hinten. Ich höre, ich war gerade dabei, die ganze Verteilung umzuändern, dass es auf Wasser klappt und dann war es schon vorbei. Scheiße. Dann sind schon Gewichte vorne. Okay, dann vorne komm mal zu mir. Geht nicht alles. Also hier an Land, ich habe mir ein bisschen so wie du gemacht, hier nur mit Düsenstabmotoren an Land hier, ne, siehst du. Dann hier Wasser. Ich habe diesmal noch mehr Dinger dran gemacht und jetzt kannst du natürlich hier auch auf dem Wasser fahren. Ja, okay, das stimmt. Und jetzt kommen wir zum Fliegen. Ah, ich verstehe, der Herr. Guck mal, wie gut das funktioniert. Ja, das geht eigentlich echt ganz gut, ne? Das ist doch hier eigentlich schon wieder der zweite Punkt an mich. Ja, okay, der zweite Punkt. Aber wir kommen jetzt zur Königsklasse, oder? Ja, okay, dann würde ich sagen, wir machen jetzt das Finale, die Königsklasse, und zwar jetzt 6 Minuten Zeit. Und da würde ich sagen, machen wir doppelte Punkte, dass du sogar noch unentschieden machen kannst. Weil jetzt kommt es wirklich auf alles an. Und wir machen das Ganze sogar noch ein bisschen spannender, auch für mich jetzt mal. Und zwar, man darf jetzt nicht mehr die Plattform von gerade eben verwenden. Man muss jetzt wirklich was komplett Neues bauen. Es muss anders aussehen. Gut, so wie ich es eigentlich gemacht habe. Alles genau. Klar, ich verstehe. Okay, wir stellen jetzt den Countdown auf 6 Minuten, meine Freunde. Wir kommen zur Königsklasse und dann würde ich sagen, 3, 2, 1, let's go! Timer läuft. Let's go! So, zack, Leute. Okay, wir müssen jetzt mal anfangen. Wir dürfen jetzt nicht wieder so das Gleiche bauen, haben wir gerade gesagt. Ich werde das ganze Ding jetzt auch ein bisschen größer machen. Zack, ein bisschen größer und breiter. Finde ich auch gar nicht mal so schlecht hier an dieser Stelle. So, ich werde jetzt auch mal hier Federung diesmal einbauen. Zack. So, Federung wird eingebaut. Dann hinten ein bisschen breiter wegen den Reifen. Man kennt den Trick doch. So, nicht die Reifen, sondern hier schön die Geländereifen. Das muss natürlich auf jedem Gelände... Boah, weißt du, was wir machen? Oh mein Gott, ich weiß, was wir machen. Wir machen... Ey, Amir, es ist jetzt vorbei um dich. Es tut mir leid, aber wir machen jetzt hier wirklich das perfekte Allrounder-Auto. So machen wir das. Dann hier kommt ja noch die Lenkung dran. Damit wir jetzt auch den Radstand gleich breit haben, habe ich den hinten ein bisschen das Fundament, sage ich mal, breiter gebaut. So, zack. Dann jetzt hier noch schön. Bam, Alter. Das sind die perfekten Geländereifen, diese LKW-Reifen. Ich liebe die, Leute. Fürs Gelände, vertraut mir, sind die wirklich die besten. So, check, Leute. Check. Okay. Dann bauen wir, wir müssen überlegen. Wir brauchen auch ein schönes Ding fürs Wasser. Ich würde sagen, wir machen hier dieses Cockpit, weil wir dann quasi auch im Wasser sehr gut damit fahren können. Finde ich, sieht nice aus, Leute. Sieht doch hier stabil aus. Dann müssen wir natürlich auch noch auf die Gewichtsverteilung achten. Natürlich ganz klare Sache. Ich würde wieder auf Motoren verzichten, um ehrlich zu sein, damit wir natürlich hier auch... Ihr wisst. Machen wir einfach hier eine Vierer-Ding. Das ist der Antrieb hier hinten. Das wird der Antrieb. Wir machen den ersten Test, Leute. Was sagt die Zeit? Zack. Okay. Oh, ich merke hier schon, ich habe eine Lenkachse vergessen. Das war ein bisschen lost. Aber prinzipiell geht's schon mal. Hier haben wir die Lenkachse vergessen. Die muss hier noch dran gekloppt werden. So, die Lenkachse. Zack. Okay, nochmal. Okay, also ihr seht, es funktioniert schon mal. Es funktioniert. Okay, dann müssen wir uns ums Schwimmen kümmern, Leute. Die Schwimmkörper müssen dran gemacht werden. Und ich will mich diesmal ein bisschen mehr auch auf das Fliegen konzentrieren, um ehrlich zu sein.
Manima. Oh Gott, die großen. Oh mein Gott, wie groß sind diese großen Schwimmkörper? Holy moly, Macaroni. Also das Ding wird auf jeden Fall schwerer werden. Wir brauchen jetzt mehr Schwimmkörper dran. Das kann ich euch schon mal hier sagen, Leute. Zack, allein hier hinten nochmal zwei Schwimmkörper dran. Richtig und wichtig. Richtig und wichtig. Kann man das nicht ein bisschen runter machen noch? Ja, perfekt. Wir machen das nämlich noch runter, damit der quasi schon früher anfängt zu schwimmen. Trick 17, Leute. Trick 17. Das ist doch cool. Sieht doch gut aus. Sieht doch hier gut aus, Leute. Das machen wir auch nochmal an der Vorderseite hier. Zack, zack. Okay, wir machen einen Schwimmtest, Leute. Wir machen einen Schwimmtest. Fahren kannst schon mal. Schwimmtest. Ja, läuft. Schwimmtest läuft auch. Und man kann den sogar... Oh mein Gott, durch die Reifen kann man hier sogar hin und her lenken auf dem Wasser. Okay, wichtig. Richtig und wichtig. Aber Leute, jetzt kommen wir zum schwersten Punkt, und zwar dem Fliegen. Leute, entweder wir können das, sage ich mal, wieder mit den Trapezdüsen regeln, wie gerade eben auch. War eigentlich an sich keine schlechte Sache. Oder wir werden jetzt mit Propellern arbeiten. Das finde ich nämlich sogar noch besser. Da kann man das noch besser kontrollieren. Und zwar hier, wo sind die Propellers? Wo sind die Propellers, Leute? Da sind die Propeller. Der Propellerantrieb, den brauchen wir. Den brauchen wir. Wir werden jetzt mit Propellern arbeiten. Jetzt die Frage, wo wir die hier dran kloppen. Vielleicht. Was sagt die Zeit? Nur noch eine Minute! Oh Gottes Willen, Leute. Wir haben noch eine Minute. Nein. Wo soll ich die machen? Wo soll ich die dran machen, Leute? Wo soll ich die dran machen? Ich muss eine Sache. Ich muss jetzt ganz schnell erstmal testen, ob das funktioniert. Ob diese Propeller überhaupt funktionieren, bevor ich die hier zu sehr verwende. Hier, warte mal, muss sie mit einem ordentlichen Abstand zueinander platzieren. Wir machen erstmal... Nein! Jetzt bewege ich ja auch noch alles. Warte, das funktioniert. Ich glaube, das funktioniert. Wir müssen jetzt einfach drauf pokern, dass es funktionieren wird. Ich muss jetzt ein bisschen hässlich... Es wird jetzt hässlich aussehen, aber ist mir egal. Ist mir egal. Oh nein, Leute, nein! Und die Zeit ist abgelaufen. Es fliegt... Nein, Amir, Zeit ist vorbei. Die Zeit ist abgelaufen. Nein. Sag jetzt nicht ernsthaft, die Zeit ist schon wieder vorbei. Bro, so schnell. Ich sag dir ehrlich, bei mir ist auch unfertig. Es ist unfertig, aber die Zeit ist abgelaufen. Wir können ja auf korrekt vielleicht noch beide eine Sache noch fertig machen. Sollen wir das so machen, auf korrekt? Ja, kommt, Leute. Okay, ja, ich hoffe, wir machen das jetzt. Ja, Leute, nehmt uns das nicht übel. Aber ihr wollt natürlich auch, dass alles funktioniert. Deswegen, wir sagen einfach noch mal eine Minute schnell noch was ändern hier. Okay, weil ich bin auch nicht ganz fertig geworden, leider. Oh mein Gott. Ich glaube, es könnte sogar funktionieren. Hier noch ein paar Schwimmkörper dran. Oh mein Gott, es geht. Oh mein Gott, es lebt, Leute. Okay, ich bin fertig. Es ist zwar hässlich, Leute, aber es funktioniert. Amir, komm her. Nein, Max, warum? Warum immer ich? Warum hasst das Wasser mich so krass? Das werden die einfachsten 1000 Euro meines Lebens. Ey, ich weiß tatsächlich bei mir auch nicht, ob der jetzt schwimmt, weil ich da noch ordentlich Gewicht dran gehauen habe. Ich hoffe, der schwimmt. Ey, das ist doch so schlecht wieder, was ich da Warum? Warum schwimmst du nicht, du? Ich bin gespannt, ey, Leute. Hol mal dein Schmutzfahrzeug her jetzt hier. Sieht ja schon mal interessant aus. Sieht interessant aus auf jeden Fall. Warum Motorradreifen? Warum ist ja nicht Geländereifen? Bro, nicht mal deine Achsen sind gleich hier vorne. Die eine ist weiter hinten. Nein! Oh mein Gott, was hat der da gemacht? Egal, es fährt. Aber es fährt. Okay, Land funktioniert schon mal. Dann? Ja, es funktioniert. Zweiter Punkt, Wasser. Okay. Wasser oder Luft? Oder egal, irgendwas. Tschüss! Okay, auch mit Trapezdüsen diesmal. Okay, ja. Okay, ich muss erstmal kurz runterkommen. Okay, zweiter Punkt lassen wir auch gelten. Zweites Gelände. Und dritter Punkt, Wasser. Ich habe was nicht aktiviert. Ja, es läuft ab. Das habe ich auch. Okay. Die Trapezdüsen funktionieren unter Wasser nicht. Die packen wirklich unter Wasser! Ja, nee, no, du musst Schwimmkörper. Der Wasser ist mein größter Feind. Wasser hat auch nicht. Okay, er hat nicht jeden Punkt erfüllt. Dann kommen wir jetzt mal hier zum richtigen Offroad 3-in-1 Fahrzeug. Jetzt kannst du mal lernen, Amir. So, also erstmal natürlich an Land, ne? Siehst du, so ganz easy, kein Ding für den King, schön mit Federung alles. So, dann fahren wir direkt mal ins Wasser rein. Das ist jetzt das Ding, wo ich nicht weiß, ob es vom Gewicht her funktioniert. Aber, oh mein Gott, es schwimmt! Oh, warte. Gib mal Gas! Ja, mach ich doch. Nein! Ich kann sogar lenken mit den Reifen. Nein! Guck mal! Der lenkt sogar, Amir, was ich hier gebaut habe. Und jetzt
Die Königsdisziplin. Fliegen. Ich heb ab. Ich heb ab. Nichts hält mich am Boden. Ich kann sogar fliegen, kann ich hin und her lenken. Ey, du bist doch so. Und dann lande ich hier einfach wieder. Also, Amir, ich glaube hier wirklich, in jeglicher Hinsicht habe ich dir wirklich heute die Ehre genommen. Ja, okay, weißt du was? Weißt du, warst der beste Euro PayPal jetzt, Digga. Ja, ey, Bruder, ich habe jede. Leute, was ist hier? Das ist ja schon. Ey, also geht mal wirklich zu Amirs neuestem Video und sagt mal, iCrimex hat dich zerstört in Trailmakers heute. Ihr wisst Bescheid. Lasst jetzt ein Like und ein Abo da. Und dann würde ich sagen, bis dahin, haut da rein, Leute, euer Crimex.